Hallo und herzlich willkommen zu Teil 24 von Mass Effect, der Legendary Edition, dem Renegade Run. Wir waren auf Wehrmeier in der letzten Folge, haben Kaidan verloren. Das war ja so geplant. Beim letzten Mal haben wir, also ich meine, einer muss sterben von den Menschen tatsächlich. Und beim letzten Mal, da war das Ashley. Und dieses Mal ist es dann natürlich Kaidan, weil wir sehen wollen, was das Ganze jetzt für einen Unterschied macht. Das heißt, alle sind jetzt unten. Also der stand ja hier, aber er ist jetzt nicht mehr da. Rex ist natürlich auch nicht mehr da. Die Entscheidung wollten wir natürlich auch treffen, weil das einen, ich hoffe mal, einen riesigen Unterschied in Teil 2 und Teil 3 macht. Da bin ich sehr gespannt. Genau, was haben wir noch gemacht? Wir haben das erste Mal mit der Siren geredet, mit dem Reaper und wir haben, oh krass, der Commander Rentler hat es überlebt, Captain Kira hier ja nicht, aber immerhin der. Genau, und mit Saren haben wir auch den ersten Kontakt gehabt oder die erste Auseinandersetzung. Ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet, Commander. Das denke ich doch auch. Wohl jeder andere hätte unser Team aufgegeben. Der Verlust von Captain Kirahe ist zutiefst bedauerlich. Aber ich gebe Ihnen keine Schuld daran. Ich weiß, Danke. Dass auch Sie einen Verlust erlitten haben. Ein notwendiger Verlust. Er war nur ein einziger Mann. Durch das, was er tat, hat er vielen das Leben gerettet. Das scheint wohl unser Schicksal zu sein. Aber irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo so viele geopfert wurden, dass man nicht mehr entscheiden kann, wer gewonnen hat. Die Mission war ein Erfolg. Nur das zählt. Wir werden Ihnen keine Probleme mehr machen. Unsere Einheit wird aufgelöst, sobald wir abgerückt sind. Viel Glück, Commander Shepard. Wir werden Ihnen keine Probleme mehr machen, so als hätten die mir mega Probleme gemacht. Aber haben sie ja gar nicht. Tali, was gibt's denn? Wir scheinen unsere Mission bald erledigt zu haben, oder, Shepard? Damit meine ich natürlich Saren. Hoffentlich. Wenn wir ihn nicht bald aufhalten, wird es zu spät sein. Sie werden die Röhre vor ihm finden, Shepard. Ich weiß, dass Sie das schaffen werden. Sie müssen es schaffen. Und wenn diese Mission erledigt ist, ich meine Pilgerreise abgeschlossen habe und zurück bei meinem Volk bin, werde ich stolz darauf sein, dabei gewesen zu sein. Hat nichts mit Ihnen zu tun. Alter, wie hart ist bitte das, zu ihr zu sagen. Wie kann man da so ein Arsch sein und nett hier bedeutender Anteil? Die ist einfach nett und einfach freundlich und die kämpft die ganze Zeit mit uns, unterstützt uns und wir sagen einfach das hier. Saren will alles Leben in der Galaxie auslöschen. Alle sind irgendwie davon betroffen, ob sie es wissen oder nicht. Aber nur Sie unternehmen etwas dagegen. Sie und Ihre Crew. Sie haben mich an Bord genommen und gleichberechtigt behandelt. Es gibt nicht viele, die Quarianer so fair behandeln. Reine Zeitverschwendung, Alter. Damit kommen wir der Röhre keinen Meter näher. Verstanden. Aber ich wollte es einmal erwähnt haben. Und ich bin immer noch hier, falls Sie mich brauchen. Das ist so gemein. Oh Mann. Bis dann. So ein gemeines, fieses Arschloch. Oh Mann. Mir kommen echt die Tränen, es tut so weh, so ein Arsch zu sein. Ich glaube, ich muss danach wirklich Andromeda spielen, damit ich wieder einen guten Kerl spielen kann. Das ist echt körperliche Schmerzen. Commander, ich... Was kann ich für Sie tun? Was ist los, Junge? Liegt Ihnen etwas auf dem Herzen? Es geht um Saren. Ich frage mich langsam, ob wir ihn je finden werden. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Und er hat diese verdammten Geht. Wir kommen ihm näher, Garrus. Wir werden ihn finden. Wenn ich nur Ihre Zuversicht hätte. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass er mit dem, was er getan hat, durchkommen könnte. Wird er nicht. Ich weiß, Keine dass Sorge. Sie tun, was Sie können. Und wenn ihn irgendjemand fangen kann, dann Sie. Aber wenn es irgendetwas gibt, womit ich Ihnen helfen kann, irgendetwas, sagen Sie mir einfach, was ich tun soll und ich tue es. Okay, okay. Danke, Garrus. Ich werde das nicht vergessen. Seien Sie einfach bereit, wenn wir ihn eingeholt haben. Jawohl, Sir. Ich werde bereit sein. Kann ich Sie etwas fragen, Commander? Manchmal sagt er schon echt ganz komische Sachen, oder? Okay, okay, stand da und dann hat er was komplett anderes gesagt. Ich verstehe schon, dass sie da nicht den ganzen Text hinschreiben wollen, wie damals in Dragon Age, aber vielleicht ein paar mehr Fetzen. Nein, kann ich Sie was fragen? Nein, auf Wiedersehen. Was gibt es? Sind Sie besorgt, dass der Rat Saren schützen könnte? Ich meine, weil Sie sich vorher auch nicht gerade überschlagen haben. Was ist, wenn wir ihn finden und zurück zur Zitadelle bringen und Sie dann nichts unternehmen wollen? Sie scheinen sich deswegen einige Gedanken gemacht zu haben. Sagen Sie, was Sie denken, Gauss. Nun,
Vielleicht sollten wir ihnen gar nicht erst die Gelegenheit dazu geben, Commander. Meiner Meinung nach ist Saren viel zu gefährlich, um am Leben bleiben zu dürfen. Es könnte einfach zu viel passieren. Er könnte entkommen oder der Rat könnte ihn gehen lassen. Wenn wir ihn finden, falls wir ihn finden. Ich wollte vorschlagen, dass wir ihn aufhalten. Ein für alle Mal. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gesagt, aber das wird man auf jeden Fall. Ich hatte nie vor, diesen Bastard lebendig zu fangen. Wenn ich ihn sehe, ist er so gut wie tot. Gut. Das wird dem Rat nicht gefallen, aber er kann sie auch nicht aufhalten. Wissen Sie, genau aus diesem Grund wollte ich ein Spectre werden. Man muss sich keine Sorgen mehr machen, dass einem irgendwelche bürokratischen Idioten die Sache vermasseln. Seien Sie einfach bereit, wenn es soweit ist. Ja, Sir. Ja, Sir, das bin ich. So, Ashley, jetzt flirten wir mal ein bisschen. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Hey, Skipper! Ich dachte, du wärst mit taktischen Besprechungen und solchen Dingen beschäftigt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass wir ausgerechnet heute angreifen. Das ist ein böses Omen. Sei nicht abergläubig. Ausgerechnet am Gedenktag. Allein für das Skipper hätte ich sie auf Vermeier zurücklassen sollen. Du meinst den Jahrestag des Erstkontaktkrieges? Ah, okay. Ja, sein Ende jährt sich. Meine Familie streicht ihn sich immer im Kalender an. Ich bin hier die einzige, Williams. Und außer dir wird sich wahrscheinlich niemand sonst dafür interessieren. Das klingt doch gut. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Raus damit! Spielst du deine Spielchen mit mir? Ich spiele nicht immer Spielchen. Ich bin General Williams' Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Ah, stimmt, da war ja was. Verstehe. Du stehst aufgrund der Feigheit deines Großvaters auf der schwarzen Liste. Feigheit. So nennt es die Trockenlandpartei. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Deswegen die Abneigung. Du auch. Wie kann ich helfen? Ich hätte das auch selbst rausgefunden. Aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Sieh dir an, wer ich bin, Shepard. Hast du je gehört, dass ich um Hilfe gebeten hätte? Es ist nicht so, dass mir nie etwas Schlimmes zustoßen würde. Wenn du lange genug bei mir bleibst, erzähle ich dir vielleicht noch mehr. Aber ich komme allein damit klar. Ich brauche keine Schulter, um mich auszuweinen. Keinen Ritter, der mich rettet. Und keinen Mann, der mich glücklich macht. Das bin ich. Mir gefällt's. Und dir sollte es besser auch gefallen. Und? Bist du immer noch an mir interessiert? Trotz des ganzen Ballastes? Ich mag Herausforderungen. Krass, das heißt, man muss da eigentlich sagen. Aber warte, das kennen wir alles noch gar nicht, oder? Das mit Großvater, kennen wir das? Ich bin gerade verwirrt. Weil eigentlich kommt es ja jetzt erst nach Vermeier. Du bist eine schwierige Frau. Schwer zu begreifen. Schwer zu kontrollieren. Sehr selbstgefällig, Shepard. Wieso denkst du, du könntest mich kontrollieren? Aber sobald wir die Galaxis gerettet haben, kommt die Allianz vielleicht besser klar und beginnt, wie eine echte Regierung zu handeln. Hä, das ist mal ganz komisch. Ganz komisch, was die da spricht, ey. Ganz, ganz komisch. War total unzusammenhängend, oder? Was hat das Ganze mit der Allianz jetzt wieder zu tun? Sie sagt, sie ist eine schwierige Frau, ob ich trotzdem Interesse habe, was auch aus dem Nichts kam. Ich sage, ja, hab ich. Bla bla bla. Und sie sagt, aber sobald wir die Galaxis gerettet haben, kommt die Allianz vielleicht besser klar. Sonst müssen wir sie davon überzeugen. Auf die eine oder die andere Art wird die Allianz eine Rolle im Rat spielen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache bald überstanden sein wird. Okay. Aber mach dir keine Sorgen, Shepard. Ich werde dich beschützen. Ha, dankeschön. Wegen Lieutenant Olenko. Wie geht es dir? Ich kann nicht behaupten, es würde mir gut gehen. Ich möchte mich für das, was ich da gesagt habe, entschuldigen. Es ist nur, ich will nicht, dass jemand stirbt. Und es ist meine Schuld. Das war nicht deine Schuld. Jeder von uns ist entbehrlich, wenn es der Mission dient. Olenko, du, ich. Ich weiß.
Hätte man uns nicht in die Enge getrieben, wärst du da gewesen, um ihm zu helfen. Wenn die Frage gestattet ist, wie bist du mit den Verlusten auf Torfan fertig geworden? Sie haben ihre Pflicht getan. War das letzte Mal. Ich habe getrauert später. Wir akzeptieren den Tod, wenn wir die Uniform anziehen. Wenn du damit nicht fertig wirst, solltest du gehen. Das könnte ich nicht. Ich konnte es früher nicht und kann es jetzt erst recht nicht. Ich muss dafür sorgen, dass Kaidan nicht umsonst gestorben ist. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Uns steht ein schwerer Kampf bevor. Flotten aus KI-Schlachtschiffen? Die schon dutzende Male alles Leben hier ausgelöscht haben? Ich glaube, unsere Chancen stehen ziemlich schlecht. Ich glaube auch. Aber keine dutzende, sondern bestimmt tausende Male, oder? Ich habe keine Ahnung, wie oft. Die Chancen sagen gar nichts aus. Vor allem, dass niemand uns zuhört bis Teil 3, wenn es dann zu spät ist. Wen interessieren die Chancen, wenn es um das Überleben der Menschheit geht? Wir werden sie bekämpfen. Und ob wir das werden, Skipper. Aber ich bin Infanterist. Gegen die Reaper wirkt mein Gewehr, als würde ich sie mit Wattebäuschen bewerfen. Für mich gibt es in diesem Krieg keinen Platz. Und das kotzt mich an, dass ich nicht zurückschießen kann. Wir unterhalten uns später, Williams. Naja, aber du kannst ja auf alle anderen ich schießen. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Aber stimmt schon, die Raumschlachten sind eigentlich das Wichtige, gell? Eigentlich überhaupt nicht diese Bodenkämpfe. Wobei, es wird viel schon auf dem Boden entschieden. So, mit Liara müssen wir noch kurz reden, das habe ich ganz vergessen. Dass da noch irgendwas Interessantes, Neues gibt, aber ich glaube nicht, wie keiner mehr ein Wort über Rex verliert. Der ist egal. Den interessiert keine Sau mehr. Hallo? Wollen Sie sich erkundigen, wie es mir geht, Kommandant? Nein. Ich wollte nur mit Ihnen reden. Natürlich. Ich habe über Sarah nachgedacht. In gewisser Weise tut er mir sogar ein wenig leid. Er ist kein unschuldiges Opfer. Er war schon ein rücksichtsloser Bastard, bevor er unter der Kontrolle der Sovereign stand. Das stimmt, so wie ich. Ich kenne seinen Ruf, aber er war ein Spectre. Meiner Ansicht nach hat er wirklich geglaubt, er würde zum Wohle aller handeln. Ich frage mich, wie er der Sovereign wohl in die Falle getappt ist. Hat er gedacht, er könnte irgendwie verhindern, dass die Reaper zurückkehren? Oder wurde er allein von seiner Gier nach Macht und Ruhm angetrieben? Ganz klar, Gier nach Macht, weiß ich. An Saren oder dem, was er getan hat, ist nichts Nobles. Er hat genau das bekommen, was er verdient hat. Ja, da haben Sie wohl recht. Ich sollte keine Sympathie auf Saren verschwenden. Nicht, wenn es so viele andere gibt, die wegen ihm leiden mussten. Es ist schon schlimm genug, dass wir Saren quer durch die Galaxis jagen. Da sollten wir nicht auch noch in jeder freien Minute über ihn reden. Geben Sie das Thema vor. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen, Liara. Über welches Thema Sie wollen? Dann reden wir über Sie. Geht es Ihnen gut? Mir geht es gut. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Sie müssen mir keine Tapferkeit vorspielen, Commander. Diese Crew verlässt sich auf Sie. Das kann eine ziemliche Last sein. Dies ist doch bloß Zeitverschwendung. Sie sind nicht das Problem. Mit mir ist alles in Ordnung. Selbstverständlich, Commander. Vergessen Sie einfach, dass ich es zur Sprache gebracht habe. Reden wir über etwas anderes. Ich muss jetzt gehen. Krass, leben Sie wohl, Commander. Wie ich das Gespräch einfach ablocken kann. Aber man merkt schon, dass oft die Ansagen oder die Aussagen von den anderen so gewählt werden, dass sie immer passen, mehr oder weniger gut passen. Also, dass viele von den Sätzen, die Liara jetzt gesagt hat, sie in jedem Fall gesagt hätte. So dass er nicht das dreimal vertonen müssen, sondern nur manche Sachen öfters vertonen müssen. Und dass es halt immer passt, aber halt nicht perfekt passt. Das ist irgendwie ein bisschen schade, ein bisschen blöd. Commander, ich weiß, dass es für Sie da unten nicht einfach gewesen sein kann. Die Entscheidung zwischen Alenko und Williams. Das tut mir leid, Sir. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt hätte. So ist mein Job. Der Erfolg einer Mission hängt manchmal von harten Entscheidungen ab. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Commander. Es ist nur eine verdammt traurige Geschichte. Ja, verdammt traurig. Das Rex-Tod ist auch verdammt traurig. Saren ist immer noch da draußen, Joker. Reißen Sie sich zusammen, wir brauchen Sie noch. Keine Angst, ich werde Sie nicht enttäuschen. Ich will schließlich dabei sein, wenn dieser Hurensohn für seine Taten bezahlen muss. So nämlich. Okay, dann lasst uns mal losgehen zur Citadel.
Da kriegen wir jetzt vom Rat ziemlich auf den Sack, ja. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ah ja, weil sie uns irgendwie nicht glauben, dass wir einen Reaper. Warum glauben die Assis uns nicht? Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Hä, echt? Aber das, die haben doch irgendwie, die klauen uns doch das Schiff. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Ihr guckt, Alter. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Hast du, ich glaube, ah, stimmt, die lassen hier zur Verteidigung der Citadel, gell? Nicht um die Terminus-Systeme zu gehen. Hallo, Freunde. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Citadel anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Also kapierst du es nicht. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Ihr kapiert's nicht. Die Zitadelle ist ein Massenportal. Die Reaper kommen direkt und es ist... Nee. Glauben Sie, etwa eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Scheiß auf Krieg. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Leute, was ist mit euch los? Was ist mit den Reapern? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Alter, ey. Dann sind sie alle Narren, es ist einfach so. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben ihre Arbeit gemacht, jetzt der lassen Assi, sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das ging verdammt schnell. Es ist schon krass. Irgendwie ist das so plötzlich. Da hätte man irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit investieren können, das ein bisschen besser auszudappen, ein bisschen mehr dazu noch erklären. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Keiner. Stimmt, da kam jetzt Liara bei uns beim letzten Mal, gell? Oh, wie da ist sich hin. Ich hasse es, Recht zu behalten. Ich wünschte, ich könnte behaupten, dass mich das überrascht. Ich war jedoch überrascht, dass Udina gekauft wurde. Er ist wohl auch nicht anders als andere Politiker. Der Rat ist daran gewöhnt, immer das größte Kind auf dem Spielplatz zu sein. Sie wollen nicht glauben, dass sie irgendwann von ihrem Vater abgeholt werden. Und gefressen werden, schätze ich. Und gefressen werden. Es ist mir egal, ob ich den Rat übergehen muss. Ich lasse nicht zu, dass die Sovereign gewinnt. Das ist der richtige Kampfgeist, Skipper. Was immer du vorhast, du kannst dich auf mich verlassen. Ich weiß, dass es verdammt schwer ist, mich besser kennenzulernen. Daher werde ich dir zur Abwechslung einen Gefallen tun. Ich möchte, dass du glücklich bist. Was immer du brauchst, ich werde dir helfen. So, okay. Jetzt habe ich's gesagt. Und schon ist mein weiblicher Mystizismus dahin. Weiblich, genau. Hätte nicht gedacht, dass du auf Mystizismus stehst. Ich hielt dich immer für jemanden, der das Kommando übernehmen will. Ich kann gern das Kommando übernehmen. Seht ihr auch das wieder ganz komisch. Ich glaube, dazu wird man fast gezwungen, oder? Dass die Szene hier passiert. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Gelauscht? Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen.
Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Ich weiß. Klingt wichtig. Sie sollten wohl lieber hingehen. Ja, komm, scheiß auf die anderen. Ich werde euch beide jetzt die ganze Zeit mitnehmen, mein Renegade-Squad. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Das war beim letzten Mal auch so. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das ist die beste Szene im ganzen Spiel. Guckt euch das, guckt sie euch an mit dem Helm, ey. wie sie schielt. Ja, wo hat man dich denn rausgelassen? Okay, voll assoziiert, tut mir leid, Mechaniker. Ist wohl ein kleiner Bug im Spiel gewesen. Spaß muss sein. Exogeny-Vertreter haben die Schließung ihrer Forschungskolonie auf Pheros angekündigt. Aufgrund schwieriger Lebensbedingungen sowie mangelnder bedeutender Entdeckungen war der Fortbestand der Kolonie wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Mangelnder bedeutender Entdeckung. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten. Ja, wir schließen die Kolonie. Machen dazu. Hat halt keiner überlebt, gell? Ich versteh's schon. Oh, jetzt geht man ein geiles Interview, oder? Jetzt geht man ein richtig geiles Interview. Commander Shepard? Khalisa bin Sinan al-Jilani, Westerland News. Würden Sie unseren Zuschauern ein paar Fragen beantworten? Verschwinden Sie! Was für Fragen? Zu Hause hört man viele wilde Geschichten über Sie, Commander. Ich kann Ihnen die Gelegenheit geben, einiges klarzustellen. Was sagen Sie? Sage ich, Sie sollen abhauen! Was möchten Sie wissen? Sie haben die einmalige Gelegenheit erhalten, unsere Rasse zu repräsentieren. Die Leute würden gern wissen, wie Sie das machen. Wie man einfach zu ihr sein kann, verpiss dich. Aber es sollen alle wissen. Die Menschen versuchen seit 26 Jahren, sich den Respekt der galaktischen Gemeinschaft zu verschaffen. Wie fühlen Sie sich vor diesem Hintergrund, der erste menschliche Spectre zu sein? Es war überfällig. Wir alle wissen, dass das schon vor Jahren hätte passieren müssen. Ich hoffe, dass der Rat endlich erkennt, dass wir nicht für immer am Kindertisch sitzen werden. Einige glauben, dass ohne beherzte Aktionen von unserer Seite der Rat uns weiterhin als die armen Verwandten behandeln wird. Hat es Situationen gegeben, wo die Zitadelle von ihnen verlangte, ihre Bedürfnisse über die der Erde zu stellen? Sie stellen mich nicht in Frage, so ist das nicht. Sie wissen es besser. So, jetzt. Ich glaube, dass Sie klug genug sind, mich nicht zu bitten, gegen meine eigene Rasse zu arbeiten. Ich glaube, unsere Zuschauer werden sich freuen, das zu hören, Commander. Für Ihre Missionen haben Sie das Kommando über ein modernes Menschenschlachtschiff erhalten. Möchten Sie dazu etwas sagen? Die Turianer halfen beim Bau. Das ist ein tolles Schiff. Ja, tolle menschliche Innovation. Die Normandy ist ein Triumph menschlicher Ingenieursleistung. Genau wie unsere hochentwickelten Trägerschiffe beweist sie, dass wir Menschen in der Lage sind, fortschrittlich zu denken. Sehr erfreulich. Viele pessimistische Offiziere behaupten, dass die Allianz nicht mit den militärischen Streitkräften der, sagen wir mal, der Turianer mithalten kann. Halten Sie es für angebracht, für dass Quatsch. Das modernste Schiff der Erde der Zitadelle übergeben wurde? Ich kommandiere die Normandy. Die Crew gehört zur Allianz. Miss al-Jilani, ich trage die Uniform der Allianz. Und wenn Sie meinen, jemand anderes außer mir hat das Sagen darüber, wohin die Normandy fliegt, irren Sie sich gewaltig. Nichts für ungut, Commander. Ich bin mir sicher, dass Sie nur die Befehle Ihrer Vorgesetzten befolgen. Natürlich sind Ihre Vorgesetzten derzeit Aliens. Wo wir gerade von Ihrem neuen Job reden. Hat der Rat Ihnen befohlen, das menschliche Forschungsanliegen auf Noveria zu sabotieren? Ich habe die Labore gesprengt. Es hat einen Unfall gegeben. Das ist streng geheim. Ich erzähle alles. Ich erzähle ihr jetzt alles. Das ist richtig witzig. Richtig witzig. Ich habe es getan, um mich, meine Crew und die Bewohner von Noveria zu retten. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Es ist sehr erfreulich, jemanden zu sehen, der schwerwiegende Entscheidungen trifft, um Menschenleben zu schützen. Angesichts Ihrer Erfahrungen, würden Sie sagen, dass die Menschheit jemals den Respekt von der galaktischen Gemeinschaft erhalten wird, den sie verdient? Das Interview ist beendet, wenn wir stark genug sind. Haben Sie mal Machiavelli gelesen? Er glaubte, es sei besser, gefürchtet zu werden, als geliebt zu werden. Wenn wir noch ein paar Dutzend Schlachtschiffe bauen, garantiere ich Ihnen, dass wir respektiert werden. Ich hoffe, die erinnern sich auch daran, wenn das nächste Verteidigungsbudget verabschiedet wird. Eine letzte Frage, Commander.
Gerüchten in der Heimat zufolge sind Sie einem abtrünnigen Spekter namens Saren auf der Spur. Können Sie dazu einen Kommentar abgeben? Er steckte hinter Ihnen, Prime. Der Rat schützte ihn. Krass. Aber da so weit bin ich das letzte Mal nicht gegangen, oder? Ich erzähle einfach wirklich alles. Ich wusste gar nicht, dass die Al-Shilani, dass sie so pro-menschisch oder so, ja, richtig xenophobisch sind nicht, aber schon so ein bisschen Mensch first oder so. In Bezug auf Saren hat der Rat viel zu lange untätig zugesehen. Ich frage mich nur, woher diese Kurzsichtigkeit kam. Starke Worte. Aber es ist die richtige Zeit für starke Worte. Viel Glück bei Ihrer Mission. Vielen Dank für Ihre Zeit, Commander Shepard. Das war doch mal ein guter, da will ich eigentlich Geld dafür. Das war doch mal eine Ansage. Da habe ich denn richtig was erzählt. Was sind Flux müssen wir, gell? Wie war das? Ich gehe einfach so mit dem Citadel Rapid Transit. Ich weiß aber gar nicht, Bezirke, glaube ich. Doch, Flux hat direkt sogar einen. Sehr gut. Was ist mit dem? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem. Hat er gerade Soldat zu mir gesagt? Von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Ohne Witz, Soldat, geht's noch? Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Ein Held der Bürokratie also. Kann mich nicht erinnern, Sie mitten im Kampfgetümmel gegen die Geth auf Eden Prime gesehen zu haben. Ich bin zwar nicht an der Frontlinie, aber ich sorge dafür, dass uns nicht alle Jobs von den Aliens genommen werden. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Besonders aber ein bestimmtes Mentalstimulans. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Dosierung. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Was ist sein Problem? Ist Ihr Assistent inkompetent oder nur unerfahren? Schlimmer. Er ist ein Alien-Sympathisant. Oh, Assistent braucht vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Alien-Sympathisant. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Geht's noch? Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Kein Versprechen, ich gehe dann mal. Ich werde sehen, was sich machen lässt, aber ich kann nichts garantieren. Verstehe. Ich werde es zurückzahlen und sogar noch etwas drauflegen. Danke für Ihre Hilfe. Der braucht sein Shit. Wo muss ich denn dahin? In medizinische Abteilung, oder? Der Auftrag des Unterhändlers. Medikament besorgen. Krankenstation. Das machen wir kurz. Drüben in der Krankenstation. Ja, sagt uns der sogar noch. Dankeschön. Ah, gibt's hier nicht noch die Trockenlandpartei, die da irgendwie rumsteht? Ich weiß gar nicht mehr, wie das mit den Quests hier war. Das Citadel. Ah, da gab's doch auch irgendwas. Nee. Entschuldigen Sie bitte. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Commander Shepard. Ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Was ist hier los? Lassen wir diesen Ehrenmist. Was ist das für ein Aufstand? Mein Name ist Charles Saracino. Ich bin von der Trockenlandpartei. Natürlich. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alienfreunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Alienfreunde sind okay. Ich bin ein Patriot, Mr. Saraceno. Sie haben meine Stimme. Ich danke Ihnen sehr dafür. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Ich bin ein Patriot. Könnten Sie mir neben Ihrer Stimme wohl auch noch ein öffentliches Statement geben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Klar. Die Unterstützung des ersten menschlichen Spekters wäre von unschätzbarem Wert. Wir brauchen mehr mutige Politiker, die für die Rechte der Menschen einstehen. Ausgezeichnet. Meine Leute werden Sie kontaktieren. Wir kümmern uns dann um alles. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Die Trockenlandpartei. Die hat gar keine Rolle gespielt mehr, oder? In den anderen kein Teilen. Kein Blut für Aliens. Was? Kein Blut für Aliens.
Da bin ich mal gespannt, ob das noch irgendwie eine größere Rolle spielt. Kannst mir fast nicht vorstellen, gell? Dr. Chloe. Ich brauche Medizin. Ich brauche diese Vorräte für meine Klinik. Es geht nicht. Sie können und sie werden es tun. Oder ihre Geschichte bleibt nicht mehr lange geheim. Aha. Enttäuschen Sie mich nicht, Doktor. Das weiß ich auch nicht. Haben wir das beim letzten Mal gemacht? Oh, Commander Shepard, ich sah Sie nicht reinkommen. Haben Sie wieder Ärger? Jedes Mal, wenn ich herkomme, werden Sie bedroht. Wer war das? Jemand aus meiner Vergangenheit. Ich kann das allein regeln. Lassen Sie mal hören. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Mein früherer Arbeitgeber hat mich gefeuert, weil ich Kliniken wie dieser die Medizin umsonst gab. Sie haben mich nie angeklagt. Sie wollten nur, dass ich ohne Aufhebens gehe. Aber jemand muss es herausgefunden haben, denn jetzt werde ich erpresst. Ich muss okay. Ihnen geben, was Sie haben wollen. Wenn meine Vergangenheit bekannt wird, verliere ich meine Lizenz. Dann schließen Sie meine Klinik. Das ist nicht mein Problem. Das müssen Sie schon allein regeln. Verstehe. Es ist mein Problem und ich kann das allein regeln. Sie sind Ärztin? Ich krass, entschied ich mich, die Tradition als Mediziner aufrecht zu halten, ging aber nicht zum Militär. Verwundete Soldaten zu behandeln, macht mir nämlich keinen großen Spaß. Zeigen Sie mir, was Sie zu verkaufen haben. Natürlich. Oha, das wusste ich gar nicht mehr. Ich dachte, ich kann dir da... Ich weiß gar nicht, habe ich da geholfen beim letzten Mal? Eximo ist ein Anti-Stress-Medikament für Menschen, das nicht abhängig macht. Es wird häufig überarbeiteten Verhandlungsführern und Regierungsbeauftragten verschrieben. Lol, krass, ich kann ihm ein Sedativ umgeben. Das ist ja cool. Mentalstimulanz. Videlicet ist eine komplexe synthetische Chemikalie, die bei Menschen das Kurzzeitgedächtnis und die Konzentrationsfähigkeit verbessert. Es handelt sich dabei um das Stimulanz, von dem Elias Kieler gesprochen hat. Oh, ich hätte jetzt gern doch geholfen, aber egal. So wichtig ist es mir dann auch nicht. So wichtig ist es mir dann doch auch nicht. Wir haben hier viele coole Sachen gemacht, muss ich sagen. Trockenland! Geil. Aliens runter von der Erde. Alter. Trockenland. Aliens runter von der Erde. Raus mit den Sympathisanten. Geil. Das wird eine ganz andere Trilogie, ich sag's euch. Eine ganz, ganz andere. Haben Sie erreicht, worum ich Sie gebeten habe? Beruhigungsmittel? Nee, der kriegt Stimulanz. Der soll böllern. Hier ist Ihr Mittel. Perfekt. Jetzt sind die Salarianer fällig. Hier, nehmen Sie, für Ihre Umstände. Danke noch einmal für Ihre Hilfe. Ich werde Sie nicht wieder belästigen. 63.000, das hat sich aber gelohnt, ey. Das hat sich aber gelohnt. So, okay. Aber mit dem Captain Anderson, da werden wir in der nächsten Folge reden. Und dann werden wir uns aufmachen nach Eilers und dann geht's tatsächlich auch nicht mehr so lang, oder? Ich schätze mal so 4-5 Folgen vielleicht noch, ich weiß nicht genau, vielleicht sogar kürzer. Und dann sind wir mit Teil 1 schon durch, also in der Hälfte der Zeit, wie wir beim letzten Mal gebraucht haben. Das ist doch ordentlich, oder? Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.